Herzlich willkommen zur zweiten Folge von dem Format Behind the Shot. Dem Format, in dem wir euch auf unsere Instagram-Fotoshootings mitnehmen. Los geht's! Heute eine Special Edition. Diesmal wollen wir ein Video drehen, auch wieder für Instagram, inspiriert von Brian Rayner. Seht ihr jetzt hier gerade, ich finde, es ist mega gut geworden und wir versuchen das in unserem Style umzusetzen. Wir sind auch gerade im Wald und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an zu filmen. So, wir fangen jetzt mit dem ersten Shot an. Den wollen wir im Wald filmen, da gerade das Licht noch ein bisschen zu hart ist und zu grell. Und als ersten Shot wollen wir 3 Kurven hintereinander. Die wollen wir als Close-Ups auch filmen, wie der Staub hochwirbelt. Und wir fangen jetzt an. Used to pull up, not swerve, no time for the snakes, time to put them in the dirt, that's work. I gotta get it, it's in my DNA. You only see the highlights, don't know what it takes. So, als nächsten Shot haben wir gedacht, dass wir den Jump filmen, wie ich über den Baumstamm hier springe. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden, weil die Landung extrem schmal ist, da ein Baum ist, da die Wurzel ist und der Outrun auch nicht wirklich breit ist. Ich hoffe, dass es mich nicht mault. Wow. Alter. Alles okay? So, also es war gerade ziemlich kritisch, weil mich hat es ordentlich hingelegt. Ich hoffe, dass da trotzdem was dabei ist. Jetzt müssen wir nur noch Close-Ups filmen. Und dann haben wir alle Shots fürs Video und ich hoffe, es hat sich gelohnt. So, wir filmen jetzt den Shot für den Anfang, nachdem es mich gerade ordentlich zerlegt hat. Der Shot soll einmal um mich rumgehen, die Kamera. Und ich glaube, es ist ein ganz cooler Anfangsshot. So, als nächsten Shot wollen wir jetzt einen Shot machen, wie Valentin mit der Drohne hier durch die Bäume fliegt und ich die 3 Kurven fahre. Wir wissen noch nicht, wie wir den Shot einbauen werden ins Video. Mal schauen. Wenn ihr ihn gesehen habt, dann war er drin. So, jetzt wollen wir die letzten Shots des Videos filmen. Das sind Close-Ups, wie meine Reifen über die Wurzeln fahren oder da den Staub aufwirbeln. Und ja, ich glaube, da kommen ein paar nice Shots bei rum. Used to pull up, not swerve, no time for the snakes, time to put them in the dirt, that's work. I gotta get it, it's in my DNA. You only see the highlights, don't know what it takes. So, wir sind jetzt fertig mit Filmen. Jetzt zeigen wir euch das entstandene Edit. Wenn es euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Channel und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, ciao, ciao.